fressen, fressen oder gefressen werden. Fressen, fressen, fressen oder gefressen werden. Fressen, fressen, fressen oder gefressen werden. Ey, yo! Es ist jetzt auch gleich Battle-Zeit und so. Battle-Time! Fuck! Yo, 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 yo! Ey, pass mal auf, Leute, es ist echt Homo-Video-Flot. Hört mal auf mit diesem abgefuckten Promo-Video. Was ist diese Scheiße, Mann? Ich will hier einfach nur cypern, so sieht es aus, Alter. Ihr seid nur Weiber in Kleidern, ich werde weiter was cypern. Die Leiter einfach weiter steigen, shit. So sieht's aus, Scheiße, Mann, ich mache Rap freiwillig, freihändig. Oh mein Gott, ich mache diese krasse Scheiße. Ihr lasst nur Menschen wie Flaschengeister. Du willst jetzt gerade mal reinkommen, was ist los, Mann? Ich droppe hier gerade mal meins, von der dich einfach bombe, der dich gerade zerfickt. Und warum kommt jetzt mal wieder mit einem wahnsinnigen Blick, shit? Du bist der, der den Schwanz hier frisst. Denn ganz ehrlich, Freunden, das kannst du nicht. Also auf was lässt du dich jetzt für ein Spiel ein? Du kannst alles machen, außer gegen mich freestylen. Yeah, du was, Schwanz gefickt? Wer ist Satan? Ich bin der Antichrist. So sieht es aus am Mikrofon, ey, yo, hier ist da keine Ahnung, Mann, dass ihr hier seid. Ich steck dich jetzt einfach in den Beutel. Ich schick dich und den Antichristen beide zum Teufel. Ab in die Hölle, da könnt ihr brennen. Yeah. Auf jeden Fall weißt du, dass ich komm und zieh mir Bang. Yeah. Yeah, in den Beutel, Alter, bist du ein Känguru? Bring deine Gänge nur und ich fick die Gänge nur. Ist kein Problem, Alter, mach was du willst. So sieht es aus, warum kommt ihr mit den krassesten Skills? Nein, du frontest nicht, du mal nicht so, als ob du Straßen wärst. Ich komm mit den Kängurus, du kommst mit Koala-Bären. Ein Kind, du fliegst bis nach Spanien und dann vermisst du den Rest deines Lebens Australien. Ja, Spanien, aber Koalas kommen aus Australien. Ey, das musst du wirklich planen. Ich plane jetzt grad ein Attentat auf dich. So sieht's aus, Alter, es ist wieder Ratatat, du Bitch. Was, Ratatatata, du bist nur ein Junkie. Australien, Australien, denkst du, du bist Crocodile Dundee? Nein, Mann, komm mal wieder klar. Du kannst jeden Freestyle, aber nicht mit dir zu dem Star. Egal wo ich reingucke, wo ich reinspucke, es wird zu Gold, weil ich euch bumse. Das mach ich jetzt locker auf diesem Beat. Junge Bars willst du machen, Dicker, ich steh im Zenit mit dir zu dem Star bis hier. Und der Bar wirst du dann geklatscht, weil du gleich verkackst. Die Flows, die du bringst, Dicker, sind nichts wert. Ich spit, yeah, was willst du machen? Ich bin wer? Ein Bär aus Berlins Großstadt. Junge, du kannst nichts tun, weil du keine Flows hast. Ich raste gerade aus auf dem Beat von Rocky. Jeder weiß, Dicker, wenn ich rappe, wird es ein Top-Beat und ein Top-Hit und ein Super-Track. Du kannst nix machen, weil ich einfach übernehm. Alles klar, ich hab den Reim gebeugt. Ich bleib am Mike, du bleibst ein Toy, verdammt. Junge, was willst du machen? Pass auf, ich spit diese Sachen und du wirst geklatscht, weil ich diese Punchline hab. Ich bringe diese Scheiße aus meinem Kopf direkt in deine Birne, Dicker, und du wirst geboxt. Fressen oder gefressen werden. Ganz ehrlich, ich bin ganz cool. Ich bin Kanake, ich stich dich wie dein Tattoo. Yeah. Yeah. Oder mach dir es auf, Vater. Ich muss dir was sagen, Bruder, ich bin dein Vater. Du bist ein kleiner Wichser, abgepackter kleiner Abgewichser, mieser Hosenstricher. Junge, ganz ehrlich, du meinst, du stechst mich ab. Das haben schon andere versucht. Sieben Namen am Körper, zähl sie ab. Oh, oh. Wie ein Porsche MPS. Er dagegen rappt jetzt gerade wie DCV-DNS. Und er macht jetzt hier auf Fahrt, Mann. Ich bin wieder weg, denkst du mir, ich werde nach diesem Part groß wie Viagra. Diese Punchline fick dich. Eine Frage, wählst du die Cam oder mich? Ich steh nämlich hier. Digga, du hast Gehirnflug. Das ist die Kamera, wo ist dein Gegner, willst du? Schau mich an, ich bin mehr Rapper als du. Ich bessel die Kamera, denn die sieht besser aus als du. Mann, ich will dich gar nicht sehen. Ich nehm so die Augen, Digga, ich muss da mal nur blähen. Scheiße, ich versteh dich nicht, ein Battle auf Augenhöhe. Aber ich seh dich nicht. Du bist ein kleiner Zwerg. Erst für Frau würde ich sagen, verpiss dich an den Herd. Schau mich an, Digga, ich bin sowieso, ja. Ich bin klein, nämlich der Zeglogia. Was, was ich meine, der King von Griechenland? Du wirst abgezogen, so wie Griechenland. Junge, du hast Augenhöhe und mein Knie. Der Schwanz ist wie mein Bart. Man kann nicht mal dran ziehen. Erst du bist ein kleiner Hosenscheißer. Mann, du musst dich einfach nur verziehen. Frauen sind wie dein Bart, keiner will an deinen Schwanz ziehen. Was macht ich meine, geh lieber heim, denn ich ficke diesen Paket mit deiner Rhyme. Du hast hier irgendeine Scheiße, wenn du mich auskommst, dann benutzt bitte nicht die gleichen Reine. Das ist nämlich gar keine Kunst, wenn du sagst, mit den gleichen Wörtern wie ich, hast du mich grad nicht gepumpt. Tut mir leid, Mann, du bist nur ein Heuchler. Was geht auf alle Mighty Pieces, schwul in Deutschland?
Stern, nach dem Part geht es selbst und wir ballen. Ist doch nur Rap. Okay, jetzt macht er auf Joker. Aber ich mach Game Over. Ich warte nur, bis der Tag kommt und dann seht ihr, wie fies da diesen Spaß kommt. Also, lass mich einfach reinkommen. Yeah. Du bist kein Champ, kein King und kein Don. Denn ich zeig dir jetzt ganz einfach, wie das Spiel geht. Bam, bam, du bist jemand, der nie lebt. Oh, wie gesagt, ja, das mit den Rhymes ist freilich. Du zeigst mir, wie das Spiel geht. Ich finde das Spiel langweilig. Yeah. Weil es nicht um Anschlein geht, sondern wer hier die allerkrasseste Punchline lebt. Was Punchline? Er wird wie ein Mädel gebannt. Er findet das Spiel langweilig, weil er die Regeln nicht kennt. Yeah. Ich zeig es hier in einer Anweisung. Auf jeden Fall weißt du, ich mach die Anleitung. Du machst die Anleitung, wo er Einleitung. M-A-I-N-M-O-E kommt zur Anschreitung. Yeah. Und ich erfinde dir die Worte und mach dich klein, das ist meine Geburtstagsworte. Yeah. Für Torte, du bist nur ein Weiter. Ich trete dir nicht in die Eier, sondern in die Eileiter. So sieht's aus, du wolltest krassere Reime droppen, aber ich werd dich ganz alleine verkloppen. Ja, wie gesagt, yo, ich mach dir keine Faxen. Ich kann alles verklappen, mir auch mal Eierstöcke wachsen. Das ist yeah. Kein Problem, yo, ich bin ja mit der Punchline. Du weißt was, ich schlafe abends wie ein Mann ein. Yeah. Du schläfst wie ein Mann ein. Diese billige Line konnte mich nur langweilen. Er denkt wirklich, dass er stolz ist, weil er eine Muschi hat. Ich weiß gar nicht, was diese dumme Tussi quatscht. Yo, wie gesagt, yo, ich mache hier die Party. Ich darf nicht zu stolz werden, sonst werde ich zum Nazi. Yeah. Kein Problem, doch für dich reicht Zimmer. Deswegen komm ich rein, yo, in dein Zimmer. In meinem Zimmer, da werde ich dich fisteln. Du wirst kein Nazi, du wirst höchstens eine Feministin. Yeah. So sieht's aus, was soll das Gelaber? Wer ist dein Vorbild? Ali Schwarzer? Oh, ich weiß es nicht. Das muss ich erstmal abchecken. Deswegen kannst du währenddessen meinen Arsch lecken. Yeah. Also nicht, was du denkst, weil ich dafür sorg, dass meine Kuh brennt. Yeah. Er denkt wirklich, er ist Hammer mit dem Scheiß. Er ist nur ein Spaß, der seinen nackten Arsch gerne in die Kamera zeigt. Habt ihr sein Interview gesehen? Ich hab's nicht genug, ich konnte nicht verstehen. Wie gesagt, ja, ich hab kein Problem, du Noob. Ich zeig mein Arsch. Ja, Mann, ich steh dazu. Yeah. Wie gesagt, ich bin nicht geistig umnachtet. Ich tu nur das, was du gerade dachtest. Yeah. Und der kleine Esel geklatscht. Er zeigt gern seinen Arsch am liebsten im Tegel im Knast. Yeah. Ein Seife aufheben in der Dusche. Dort ist er bekannt als die kleine Mainbow-Hure. Wie gesagt, ich habe halt die Gaben. Ich zeige meinen Arsch, yo, denn jeder will mich haben. Hey, kein Problem, yo, ich lebe damit. Und habe auch im Gefängnis keine Probleme damit. Yeah. Oh, habt ihr gehört? Ich will gar nicht fragen, er hat selber gesagt, jeder will ihn haben. Bei mir ist es leider jede und das ist der Grund, warum ich mit dir nicht spiele. Yeah, what's up? Ich werde mit 1000 Fuffis sterben, weil in meiner Umgebung Männer zu Pussys werden. Hab ich auch meine Art damit umzugehen und kann da immer noch halt wie ein Mann zu stehen. Yeah. Oh Mann, ich fress dich hier wie Sushi. Vorhin hat der einen, jetzt hat der 1000 Fuffis. Bei der hat nicht mal 50 Cent und das ist der Grund, warum ich hier ist um 5 Uhr bängt. Ja, yeah. Sag dir, ich mach mit dem Beeilen nicht Schluss. Ich hab kein Geld, weil ich es ja dann teilen muss. Yeah. Kein Problem, dafür bin ich viel zu gierig. Und dich zu betteln war bis jetzt gar nicht schwierig. Yeah. Deine Rhymes können bei mir nicht einschlagen. Ich halt dich vom Hals, du Geizkragen. Yeah. Ich mach zurück zu Mac Geiz, denn ich weiß gar nicht, was du Keck schreibst. Oh, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, wo du gerade pennst. Doch du siehst aus wie gerade ausgebrochen aus H&M. Ja, oder aus einem Katalog. Doch letztendlich fühle ich mich nur im Takt zu holen. Auf jeden Fall weißt du, dass ich dich mit Flow erschieß. Er disst meine Sachen, aber ist ein Flohmarkt-Dieb. Und die Sachen schon gebraucht, interessiert mich nicht, denn du hast in der Show nichts drauf. Ach, kein Problem, ich hab was drauf und zwar Persönlichkeit. Und mache hier es mir wie ein Löwe leicht. Yeah. Indem ich dich rappende Gazelle zerfraße und sehe nur dich und deine Narbe.